Hallo Kinder, wie spät ist es? Es ist Stuckenborstelzeit. Genau. Hallo und herzlich willkommen zurück im schönen Stuck-Dose-Borstel-Baby. S-to-the-B-Baby. Stuck-it-to-the-Borstel-Baby. Aha, aha. Stuck-it-to-the-Borstel-Baby. Aha, aha. So, herzlich willkommen im SB-Markt der Unterhaltungsindustrie. Herzlich willkommen zurück in unserem kleinen, verschlafenen Stucki-Borstel-Town. Und wir haben momentan eine akute Hungersnot. Die noch, so akut ist sie noch gar nicht. Doch, die ist schon relativ akut, ist aber noch keine Not. So rum. Und was mache ich jetzt hiermit? Hier ist dieser blöde Stein, der muss weg. Der muss weg. Und was passiert, wenn ich diese Straße verbinde? Geht das? Nee, hier ist ja dieser Berg. Das geht nicht. Dieser Stein muss weg, damit wir hier nämlich eine schöne Obstplantage hinbauen können. Kirschen. Da müssen Kirschen hin. Ach, ja, so eine Kacke. Und wir brauchen dringend Tools. Haben wir in der letzten Folge festgestellt, die Stuckenborstler brauchen Arbeitsmaterial, einen Blacksmith, einen Schwarzschmied brauchen sie. Ist ein bisschen rassistisch, muss ich sagen, denn es gibt keinen Whitesmith. Ne, ist deswegen ist rassistisch, muss ich einfach mal sagen. Warum ist der Black? Warum ist das so? Gibt es da irgendwie einen ethnischen Grund hinter oder möchte ich anprangern? So, ich frage mich mal, wo haben wir denn den einen? Der eine ist hier und wir haben da oben, haben wir ja schon einen leichten Anflug von Arbeitsmaterialien. Ich sehe da schon 2, 3 Eisen gibt es da. Aber ich fürchte, der passt hier hin. Das ist ja ein wunderbarer Zauber, der hier in der Luft liegt. Da haben wir sogar noch einen Blacksmith rechts. Ich packe den hier nochmal mit hin und baue ihm sogar nochmal eine Straße. So, ne, das ist einfach der Servize, aber wir brauchen natürlich noch mehr. Wir haben da oben jetzt noch, hier oben haben wir auch eine florierende Industrie. Und deswegen würde ich sagen, wir bauen da auch nochmal einen hin. Hier. Alter, wie ich mir diese Tante von Peter angewöhnt habe mit ihrem So, guck mal hier, ne? Kann man doch eigentlich machen, die da hinzubauen. Oder vielleicht hier irgendwo im Wald. Aber der Wald ist so schön. Vielleicht gerade deswegen. Vielleicht müssen wir ihn gerade deswegen vernichten, den Wald. Oder, weil da ist ja auch noch eine Mine. Ich baue den mal doch lieber hier irgendwie hin. So. Doch, da macht er sich ganz gut. Komm, ich baue den jetzt da einfach hin. Ohne langes Stirnrunzeln. Und jetzt mache ich mal, wieder die Zeit ein bisschen voran, hau hier nochmal 4 Arbeiter raus, weil wir haben ja genug auf dem Arbeitsmarkt. Da freuen die Leute sich auch mal, wenn die mal anpacken dürfen. Der gemeine Stuckenborstler sitzt nicht so gerne herum. Er packt gerne an, die Dinge packt er gerne an. Und natürlich auch seine Alte oder seinen Alten, haben wir schon festgestellt. Da ist man ja heutzutage sehr aufgeschlossen. Da kann man ja gar nicht, das kann man gar nicht mehr richtig sagen, wer da jetzt wen anpackt. Da packen alle an. Heutzutage, ne? Da wird einfach gegenseitiges wildes Angepacke. Und, während die anpacken, hängen wir hier in unserer Gottperspektive oben drüber und gucken zu. Sitzen uns hier die runzligen Ärsche fett und gucken, wie die anderen arbeiten. Das ist Let's Play. So, lass sie im Spiel mal machen. Lass sie mal Welten retten. Wir sitzen einfach bequem zu Hause auf unserem Stuhl. So funktioniert auch Kino. Kino ist ein bisschen wie Fußball. Im Kinosessel flätst du dich rein. Vielleicht lässt man aber während der Vorstellung 1 bis 3 fahren. Heit, Lufterwärmung da, im Stuhl zurück. Und frisst und mampfst dir dann eine Popcorn rein oder was auch immer. Vielleicht noch ein Eis. Will man Eis? Oder trinkst dir dann 1,5 Liter Cola-Becher rein in deine feiste Wampe. Und lässt dann schön Bruce Willis auf der Leinwand die Welt retten. Das geht immer ganz gut. So, Tools ist low. Ja, wir arbeiten gerade an dem Problem. Ne, und das geht bei Fußball genauso. Da sitzt du einfach zu Hause mit deinem Salsa-Dip, deinen Chips und deiner Cola oder deinem Bier im Unterhemd, im Fleckigen, am besten noch in der Unterhose auf dem durchgeranzten Ledersessel-Imitat und kannst dann mal bewegt dein Arsch, die hat sich reingemacht, weil der Schiri kann gar nicht. Das ist Kultur einfach. Sowas ist dann quasi Kultur, aber Computerspiele sind es nicht. So, das ist der Unterschied eben. So, wie sich Kultur heute definiert, ist mir dann ein Rätsel. Okay, hier wird jetzt fleißig gebaut. Auch hier wird gebaut.
verstehe gar nicht, wie sich heutzutage Kultur definiert oder warum sich zum Beispiel Computerspiele als Kulturgut gar nicht durchsetzen, weil sie ja angeblich zu brutal sind oder was auch immer die Ausrede des Tages gerade ist. Während zum Beispiel einer der ersten Filme war ja Nosferatu damals und da war ja auch schon das blutsaugende Monster. Und der sah wirklich fies aus. Das war ein Film von 1920, glaube ich. Den habe ich tatsächlich sogar hier und... Gut, über Bildqualität kann man sich streiten, der war jetzt nicht unbedingt High Definition, da hat jetzt auch nicht Bruce Willis mitgespielt. Ich glaube Morgan Freeman, der hat mitgespielt wahrscheinlich, aus Prinzip. Aber ansonsten, das war halt auch ein blutsaugendes Monster, das war auch Horror, das war Gewalt. Das war Gewalt, Menschen wurden getötet vom Vampir und trotzdem, zack, Kultur. Oder Kunst. Alter, Kunst ist das Schlimmste. Was Leute als Kunst verkaufen. Es gibt Maler. Also ganz ehrlich, es gibt Maler, da habe ich ganz allerhöchsten Respekt vor. Es gibt Künstler, da habe ich allerhöchsten Respekt vor. Jedem gefällt seine Kunst auf seine Art und Weise. Da kann man gar nicht diskutieren, weil es gibt so viele Menschen, wie es Geschmäcker gibt. Das ist normal. Und aber wenn ich sehe, was manche Leute so als Kunst verkaufen, da haben die einen Pinsel, rotzen damit einmal auf die Peinwand. Ja, es passt ja. Die rotzen damit auf die Peinwand und dann ist das plötzlich Kunst. Und Leute stehen davor in einem leeren weißen Raum, wo ein Bild in der Wand hängt, möglichst klein, irgendwie möglichst, damit es auch so übertrieben schlicht ist. Weißt du, bloß nicht viele Bilder, weil man ist Kunstkenner, weil man liebt Kunst, sondern da hängt nur ein Bild an der Wand, weil es ja dieses eine besondere Bild in diesem scheiß besonderen Raum ist, der überhaupt nicht scheiße besonders ist, der ist einfach nur leer und weiß und da hängt dieses scheiß Bild, wo jemand draufgerotzt hat. Und dann stehen die Leute da, der Künstler will uns damit sagen, dass die Leere seiner Seele erfüllt ist mit Seelenschmach. Ja, gerade angesichts der Renaissancezeiten, in denen dieses Werk zelebriert wurde, könnte man meinen, es ist noch ein wenig Idee von Kant mit herinnen. Und du stehst daneben und denkst dir halt, die Fresse ist ein scheiß Bild, wo jemand draufgerotzt hat. So, verstehe ich nicht. Und es gibt ja wirklich Leute, ne, also Bilder sind ja Kunst. Bilder sind immer Kunst, egal ob die brutal sind, ob da jemand abgeschlachtet wird, ob jemand eine Vergewaltigung malt, eine Abtreibung oder irgendwas. Es ist Kunst, weil es ein Bild ist. Bei Computerspielen, das kann noch so pädagogisch sein, das kann noch so pieperbesor, es ist keine Kunst. Es ist einfach keine Kunst, weil es Leute zu Gewalt animiert. Erinnert mich an eine tolle Diskussion da. Gott sei Dank, die Idioten, die es gibt. Jedenfalls, es gibt Leute. Die gehen in die Hocke. Künstler, es sind Künstler. Die gehen in die Hocke. Also die hocken sich hin. Und kacken sich in die Hand und schmieren das auf eine Leinwand. Und das wird verkauft. Und das ist kein Witz, das ist, denke ich mir nicht aus. Das ist tatsächlich, das wird gemacht und das soll Kunst sein. Wenn jemand Scheiße auf eine Leinwand schmiert und Leute hängen sich das noch auf. Leute hängen sich Scheiße an die Wand. Im wahrsten Sinne des Wortes, da kann ich mir doch gleich die Wurst aus dem Klo fischen und festnageln und hoffen, dass sie trocknet. Ganz ehrlich, Leute, ich gehe in den Park. Da laufen lauter Künstler laufen durch den Park. Natürlich, es sind Hunde, aber die legen große Kunstwerke in den Park. Und im Sommer werden die sogar noch weiß, wenn die lang genug liegen. Nicht die Hunde, die Würste. Die Künste, meine ich. Die Künste werden weiß. Alter, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, was als Kunst verkauft wird. Und wie stehen denn die Kunstkritiker dann davor und sagen, ja, mit diesem Schiss möchte der Künstler ausdrücken, dass es wahrscheinlich Burritos gab. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Fäkalien auf einer Leinwand. Ja, die Urinstinkte des Menschen. Halt die Fresse, das ist scheiße. Im wahrsten Sinne, das ist nicht mehr abwertend. Es ist einfach scheiße. Mann. Gott, ey, die Leute. Es gibt so viele Leute, die eine Klatsche haben einfach. Die haben einfach eine Klatsche. Und es gibt so viele Leute, die wollen dann elitär tun, die wollen dann schlau tun, die wollen dann schlaue Sachen sagen, um schlau zu wirken. Aber im gleichen Atemzug, und man sitzt daneben oder man steht daneben und normalerweise gibt man ja einen Scheiß drauf, ne? Dann stehst du daneben und nickst bedächtig und sagst, ja, das kann schon sein. Weil du einfach gar nicht zugehört hast wahrscheinlich oder gar nicht assoziierst, was der oder diejenige da gerade von sich gibt. Aber generell, wenn man so drüber nachdenkt, dann kann man sich so oft denken, boah, halt die Fresse. Halt die Fresse. Was kommt denn da aus deinem Maul raus? Halt die Fresse. Das, was aus deinem Maul kommt, wenn ich das auf eine Leinwand pinsele, dann wär's Kunst. Da kommt nämlich Scheiße raus. An beiden Enden bei manchen Leuten kommt einfach Scheiße raus. Tut mir leid, es ist einfach so. Ich mag das immer nicht, die so tun, als ob...
Genauso wie die falsche Freundlichkeit, so ins Gesicht lachen. So. Ja. Ja, wir müssen mal unbedingt, ja. Wir machen dann, das machen wir. Ja. Schön, dich zu treffen. Ja, es ist bei manchen, also manchmal, und ich bin sicher, jeder kennt so eine Leute. Und vielleicht ist man manchmal auch selber so, ich weiß es nicht. Aber ich stelle mich zumindest nicht vor Bilder und sage dann, ja, der Künstler, Da muss man auch schon mal ehrlich mit sich selbst sein. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass viele Leute auch einfach nicht ehrlich mit sich selbst sind. Die haben sich irgendwo selber auf dem Weg vergessen vielleicht. Ich kann es gar nicht so sagen. Oh, ich mache hier mal Steel Tools übrigens. Die haben sich vielleicht selber auf dem Weg irgendwo vergessen oder verloren und sind dann zu den Menschen geworden, die sie nie sein wollten. Und haben es aber auch gar nicht gemerkt. Und wachen da auch nicht mehr draus auf. So, ich habe jetzt übrigens die Leute gebaut. Ich hoffe, wir kriegen mal wieder Tools. Es wird schon weniger. Ne? Also das ist schon ein bisschen erschreckend. Und das kann natürlich jedem mal passieren. Und man möchte dann natürlich auch irgendwo, bei irgendwelchen Gelegenheiten will man ja auch mal mitreden und sowas. Aber dadurch diskreditiert man sich manchmal, denn manche Leute hören ja auch wirklich zu. Das mag vielleicht hier und da ein Problem sein, aber manchmal ist Zuhören tatsächlich ein Problem. Manchmal bereitet Zuhören auch Schmerzen. Am schlimmsten ist aber, wenn Leute sich am liebsten selber reden hören. Das kann man natürlich auch über Let's Player ganz beliebig sagen, ist ja ganz klar, keine Frage. Die Frage ist nur, ob Let's Player sich selber gerne reden hören. Das weiß man im Voraus immer nicht. Das geht auch nicht allen so. Den meisten geht es erstmal so, wenn die ihre eigene Stimme hören, sagen die, das muss ja Kunst sein. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, auch wenn man anfängt, so aufzunehmen. Ne? Also Let's Plays oder irgendwas, oder wenn man zum Beispiel auch versucht, ein Radio zu machen oder das erste Mal vom Mikrofon. Wenn man das erste Mal seine Stimme aufgenommen hört, dann ist das erstmal ganz komisch. Habe ich, glaube ich, einen Artikel auf gronkh.de drüber geschrieben, ne? Dass man selber seine Stimme komplett anders hört als andere. Weil man selber hat ja den eigenen Schädel als Resonanzkörper. Wenn ich jetzt rede, hört sich meine Stimme ganz anders an als das, was ich dann hinterher aus den Boxen höre. Deswegen mache ich das bei mir zum Beispiel so in den Aufnahmen. Wenn ich das Mikro jetzt zugeschaltet habe, dann höre ich mich selber auf den Kopfhörern auch. Das habe ich extra hier so durchgeschleift, dass ich mich selber auf den Kopfhörern höre, um meine eigene Stimme abzunehmen, während ich hier moderiere zum Beispiel. Das ist eine gute Übungssache zum Beispiel. Ne? Also, um sich an die eigene Stimme zu gewöhnen, weil das ist, die eigene Stimme ist echt schlimm. Das ist eine der schlimmsten, die eigene Stimme. Die will man ja gar nicht hören. Ich glaube, ich habe da die Plantage hier falsch gebaut. Ich hätte da nochmal so ein Ding bauen sollen, ich doofi. Ich bin so doof. Ah, guck mal, das geht sowieso nicht. Nee, dann ist es ja richtig. Dann baue ich den Weg hier hin, da geht's eh nicht. Und hier könnte ich den wieder bauen. Aber wozu? Naja, nur zum Spaß. So, Tools. Tools ist low. Okay, aber Tools, guck mal, haben wir langsam wieder. Und ich hoffe, es friert auch bald keiner mehr. Ich bin mir mal nicht sicher. Ich weiß nicht, ob wir genug Leder zusammenkriegen. Wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwo, ja, noch einen Kuhstall, dann... Ah, dann fliegt uns bald hier, ne? Der Treibhauseffekt um die Ohren. Wenn wir noch mehr Kuhställe bauen, dann ist ja irgendwann... Ich meine, die Rinder furzen ja auch ganz schön was in die Luft, muss man sagen. Oder bin ich das? Ja. Wäre eigentlich interessant. Ich könnte mir, bevor ich aufnehme, lege ich mir einfach eine Leinwand unter den Arsch, setze mich ohne Hose hier hin und produziere Kunst, während ich aufnehme. Ah, das wäre ein bisschen ekelhaft. Ich glaube, da würde ich mich nicht mehr so wohlfühlen. Als Künstler. Als Fäkalkünstler. Fäkalini. Ach, ich glaube, den gibt es wirklich bei nicht lustig, ne? Der Fäkalini, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja, den gibt es schon. Wir brauchen Essen. Wir brauchen dringend Essen. Die ernten zwar gleich wieder ab, aber ich glaube, wir müssen dringend noch Plantagen bauen. Scheiße, ich weiß noch nicht, wohin. Hier unten hin vielleicht? Hier brauchen wir erstmal Häuser eigentlich. Soll ich hier noch weitere? Ach, scheiße. So, ich mach mal die Zeit ganz kurz auf einfach. Haha, einfach, haha. Und die Kirchen sind wieder voll. Ja, fressen, arbeiten und beten. Das ist ja immer die gleiche Kacke hier. Circle of Life eigentlich. Und im Grunde genommen fragt man sich, warum machen die Menschen das? Ne, das kann man sich hier auch ganz gut fragen.
dieser Stucken Borstel ist eigentlich, also hier, ne, also Banished ist eigentlich echt eine gute Simulation, was das angeht. Warum machen die das eigentlich? Du startest mit einem kleinen Lager und ein paar Häuschen und baust mehr Häuser, baust mehr Lager, baust mehr Nahrung ab, baust nur um noch mehr Häuser zu bauen, nur um noch mehr Nahrung abzubauen, nur um noch mehr Häuser abzubauen, nur um noch mehr Nahrung abzubauen. Also die Menschheit, man kann glaube ich sagen, die Menschheit lebt ihrer selbst willen, was glaube ich auf alle Spezies zutrifft, aber ich gehe mal von den Menschen aus, die leben quasi um ihrer selbst willen, um sich immer weiter auszubreiten, tatsächlich ein bisschen virusartig, weil die mal alle Ressourcen abholzen und pipapo, die leben ihrer selbst willen, bis die Gesellschaft irgendwann kollabieren muss. Die muss, glaube ich, die muss tatsächlich kollabieren. Ich glaube, das ist so. Wie jedes System, was zu schnell zu groß wird, das muss erstmal kollabieren, in sie zusammenschrumpfen, ein bisschen wie die Pest im Mittelalter, um dann wieder weiter zu wachsen. Ja, schwierig, schwierig. Aber ich glaube, dafür werden die Menschen natürlich auch schon selbst sorgen, weil sie so schlau sind. Weil sie so eine tolle, formidable, überlegene Rasse sind. Die alle ihren Kopf benutzen. Ja, der Künstler hat sich gedacht, ja, die Wurst ist bestimmt schön, die tue ich mal auf eine Leinwand. Ja. Eine sehr überlegene Rasse von Geisteskapazitäten. Na, heute Nachmittag gucke ich gerne RTL. So. Liebes RTL. Das haben sich alle übrigens, ne, das ist ja bis heute so, RTL ist ja bei Gamern verschrien. Immer noch. Seit dem unleidlichen Beitrag damals. Und es tut mir leid, ich muss da jetzt mal eine Bresche tatsächlich für RTL schlagen. Ja, ihr mögt mich jetzt ankreiden, aber jetzt denkt mal drüber nach. RTL hat das Thema Gaming alleine durch diese komische Aussage, auch wenn die hinten und vorne falsch war, aber es hat das Thema Gaming wieder groß in die Medien gebracht damals. Und es hat uns Gamer als Ganzes, egal wer du bist, egal aus welchem Bereich, ob Banker oder Hippie oder sonst irgendwer, hat die Gamer zusammengeschweißt. Ne, die wollten natürlich mit ihrem Beitrag polarisieren. Das ist einfach genau wie bei ZDF Login mit dem Fabian Sigismund und so. Klar ist es die nächste Runde nach dem LeFloid. Warum? Der einzige Grund, warum diese Runde nochmal mit Gewalt bei Computerspielen, warum die stattgefunden hat, der einzige Grund ist, weil die Runde mit LeFloid so super lief. Es würde mich nicht, quotentechnisch weiß ich gar nicht, würde mich nicht wundern, wenn viele eingeschaltet haben, weil das spricht sich ja auch rum. Der Herr LeFloid hat ja keine kleine Community, Thema Gaming ist keine kleine Community, da schalten mehr Leute zu, die haben, Twitter wird explodiert sein, Facebook wird explodiert sein und deswegen gibt es gleich noch die nächste Runde. Und diesmal mit Herrn Sigismund, der das auch sehr souverän gemacht hat. Sehr, sehr geil, muss ich einfach sagen. Und dann aber noch sagen, ja, 99% Endabstimmung liegt natürlich daran, dass die Zuschauer aus dem Internet, die Gamer. Ja, woran soll es denn sonst liegen? Aber da siehst du mal, wie die zusammenhalten. Das sind nicht irgendwelche Idioten, du Eumel. Und die laden sich dann irgendwelche Spaten ein, nur, um zu polarisieren. Das ist der einzige Grund. Natürlich setzt du jetzt einen Vollidioten dahin. Natürlich setzt du die Idioten dahin, die nie mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Denn das sind die einzigen, die darüber Scheiße quatschen können. Um das mal auf Deutsch zu sagen. Entschuldigung, wenn ich da sehr deutlich werde. Man muss kein Buch geschrieben haben, um darüber reden zu können. Nein, aber gelesen haben muss man es zumindest. Also die Argumente, ganz ehrlich, da fasse ich mir an den Kopf. Du willst Gamer als dumm dastehen lassen? Setz dich in die Sendung und bringst so einen Kack. Wie peinlich ist das denn? Also entschuldige mal. Da habe ich mich ja selber schon fremd geschämt. Naja, und das war auf jeden Fall der einzige Grund, ich schwöre, das war der einzige Grund, warum sie bei ZDF-Login das Thema nochmal aufgewärmt haben. Wenn sie es noch ein drittes Mal machen, wird's peinlich. Entschuldigung, dann wird's aber, dann, sorry, das ist dann so offensichtlich, da habe ich dann, das ist halt, Hauptsache noch schön fett die Kuh melken, nochmal schön auslutschen das Thema. Ich verstehe es natürlich, quotentechnisch verstehe ich das natürlich und ich verstehe es auch resonanztechnisch, aber, ach, weiß ich nicht, das muss doch nicht sein. Andererseits wollen die Leute natürlich auch lieber so ein Zoff-Battle sehen, als einfach so ein Pro-Gaming-Dialog. Da schaltet ja keiner ein. Die Leute schalten ein, um sich aufzuregen. Das ist ja normal. Was meinst du, warum beim Valle DayZ läuft? Entschuldigung, das war gemein, aber lustig. Hatten wir schon lustige Gespräche drüber. Sorry, Mann. Nee, aber ehrlich, die Leute schalten natürlich gerne ein, um sich aufzuregen. Die Leute schalten ja nicht ein, um dauernd einer Meinung zu sein und einfach alles abzunicken von Sachen, die sie sowieso schon wussten. Das brauche ich mir auch nicht angucken, wenn die Leute da das sagen, was sie sowieso schon weiß. Aber weißt du, was ich meine, ne?
So komisch, wir haben immer noch zu wenig Steel-Tools. Alter, wir haben auch immer eine Knappheit nach der anderen, ne? Mit der Nahrung weiß ich jetzt gar nicht. Wir müssen trotzdem noch mehr Nahrung anbauen. Kacke, ich quatsche hier in einer Tour weg. Fuck it. Ja, scheiße. Mein lieber Herr Gesangsverein. Vor allem haben wir auch plötzlich überall keine Tools mehr, verdammt. Was denn hier mit dem hier? Ja, die Sachen sind natürlich knapp geworden hier. Der hat keinen Stahl mehr. Jetzt haben wir hier zwei. Ja, das. Da wollte ich ja damals noch einen zweiten hinbauen. Hier haben wir noch welches auf Vorrat gehabt, aber weil wir jetzt so viele Arbeiter haben, wir haben auch so ganz schnell ganz viele Arbeiter zugefügt und deswegen haben wir jetzt natürlich auch keine Tools mehr und das ist so ein bisschen problematisch. Problematisch. Dann baue ich da einfach noch einen zweiten hin, oder? Das müsste ja trotzdem... Das müsste ja trotzdem funktionieren, wenn wir jetzt hier noch einen hinsetzen. So, mal gucken. Aber wir brauchen auch trotzdem noch neue Felder. Hier kann ich keine hinmachen, weil wir da die Jäger haben. Eigentlich hätte ich hier alles zumachen sollen. Ich weiß aber nicht, was und ob das was bringt. Hier wollte ich grün lassen eigentlich. Da haben wir die Friedhöfe gemacht. Hier wollte ich einen Grüngürtel lassen. Hier noch ein Feld hinmachen, wäre gequetscht. Hier haben wir die Felder hingemacht. Hier können wir, glaube ich, keine mehr hinmachen. Hier können wir auch keine mehr hinmachen, weil hier wieder die Bauern sind. Es ist sehr schwer. Es ist so schwer. Ich weiß nicht mehr. Mein Kopf ist leer. Aber das ist ja nichts Neues mehr. Wenn wir hier zum Beispiel neue hinmachen, Felder meine ich diesbezüglich, dann ginge es bis hier und bis zum Berge, Sinai. So, hier ist rot. Da ist auch rot. Warum ist er rot? Warum ist dieser Popel da rot? Weil da noch einige rote Popel sind. Okay. Neunerfeld kriege ich. Da kriege ich Neunerfeld hin. Ja, cool. Mache ich hier Neunerfelder hin. 9x9. Mal wieder. Ist jetzt natürlich ein bisschen im Dschungel gebaut. Muss mir aber gerade mal egal sein. Scheiße, jetzt sehe ich überhaupt nicht mehr, wo das Feld war. Rausgehen beim Bauen. Okay, das ist richtig. Neun. Boah, jetzt habe ich eine Idee. Warte. Pass auf. Ich weiß, wir sind gerade... Nee, jetzt mache ich in der nächsten Folge. Hier removal ich mal die Strukturis. 9x9 geht, wissen wir. In der nächsten Folge zeige ich dir mal, was ich vorhabe. Das verrate ich jetzt noch nicht. Mache ich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. It's to the B, Baby. Bis zur nächsten Folge. Und nicht vergessen, Computerspieler sind doof und stinken. Und deswegen haben wir allerdings einen Kopf und sind nur gewalttätig und verprügeln gleich die Oma im Altersheim. Ja, so sind wir Computerspieler. Und ganz ehrlich, wenn du im Ansehen schon am Boden bist, dann können dich auch alle mal am Arsch lecken. Fuck alle. So ist es doch. Wir müssen niemandem mehr was beweisen. Das ist doch schön. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.